Nehmen wir auf, genau. Ja, wie lange geht das noch? Ah, es werden wenigstens immer mehr Gegner. Oh, yeah. Kleine Physikspielchen. Das lange. Aber immerhin gibt es gut Erfahrung. Ich warte immer noch. Ich habe nicht genug Arkankraft. Und ist es nur die Zeit? Niemand kann mich aufhalten. Gar nicht die Anzahl getöteter Monster. Und kommen einfach immer wieder neue Bosse und Champions. Bis dann der Oberboss kommt oder so. Keine Ahnung. Weg vom Blitz. Ich brauche mehr Arkankraft. Bisschen langweilig. Ja, es geht nicht nach oben. Wir müssen doch besiegen. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Kommt Gegner, ich muss Gegner haben. Ich brauche Arkankraft. Noch nicht bereit. Immerhin sind die Bosse schwer. Bisschen buggy war das Item. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Das bekommen wir als Belohnung, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Da müssen wir dann schauen. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht wieder ein Würfelchen oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Brauche mehr Arkankraft. Hier ist ein Schrein. Oh, falsch gesetzt. Irgendwie habe ich aber nicht dort hoch geding. Hä? Ich habe es hier hingesetzt und es kam da oben raus. Ja, ich kann mich auch nicht bewegen, so. So. Ja, das sind die Nerven der Gegner mit dem Absecken der Geschossgeschwindigkeit. Habt ihr das gesehen?
Irgendwie gehen wir endlos nach unten. So, die Hälfte haben wir geschafft. Jetzt müssen wir noch die andere Hälfte machen. Einfach mal eine Frostnova über das schwarze Loch casten. Sehr effizient. Krass. Richtig krass. So ein schwarzes Loch, das macht Spaß. Auch können wir dann Nahkämpfer fernhalten. Ist noch praktisch. Ich kasse es einfach nicht mehr wieder. Bisschen Item mit Abklingungszeitreduzierung tragen und dann kann man das immer wieder dauercasten. Das sieht wie ein Event aus hier. Oder wäre ein Event gewesen. Aber doch, ist ein Event. Ich habe nicht genug Arkankraft. Ah, das ist das Ende. Okay. Hier wird da so ein Rad, ein Glücksrad, wo man eventuell Gegner besiegen muss oder ein Items Geschenk bekommt oder sonst gar nichts. Oder so ein kleines Event, Glücksevent. Weil das die Trostlosen, doch Trostlosen Sonden, ich weiß jetzt nicht, das Gebiet, das wir als zweitletztes gemacht haben. Niemand kann mich aufhalten. Ja. Oh, nicht schon wieder falsch casten. Das hat so eine Verzögerung. Ein Waller. Raubtierflux. Lux. Okay. Liebesrufer. Kritische Trefferchance ist richtig geil. Ja, nehmen wir. Sonst hier sind noch gute. Nehmen wir. Okay. Können wir nur schön eigentlich die Items auswechseln. Man findet immer besser. Das ist sehr motivierend. Das war bei Diablo 3 normal noch nicht so. Da war es schon ein bisschen langweilig, weil man nie Updates gefunden hat. Schon recht früh im Spiel. Und dann ist das richtig motivierend momentan bei Reaper of Souls. Ich hoffe, es wird noch besser. Ich kann nie genug haben, also. Ihr wagt es, mich anzugreifen. Spaß ist für mich wunderbar. Und hat kein Limit. Okay, bald geschafft. Bald geschafft. Goldenmengen. Oh
unglaublich, wie gut ich bin. Am Anfang ging es recht langsam und jetzt geht es irgendwie schnell. Jetzt geht es sicher wieder sehr langsam oder so. Du bleibst dort. Ein schwarzes Loch wird dich richten. Mich aufhalten. Schmutz. Küsschen. Ja. Und haben wir es geschafft. Ich wärme mich gerade erst auf. Komm schon. Ich brauche mehr Arkankraft. Noch ein bisschen. Mist. Was angeblicher Kreis? Apostolischer Kreis. Schwarzkoppeln lassen wir aber noch. Nagel ist auch wichtig. Dann werden wir den nicht ausrüsten. Okay. Wir wollen sowieso ein bisschen mehr MF haben. Wir wollen in Geld, in Items schwimmen. Der Portalwächter ist angekommen. Okay, was ist für ein Boss? Ha, der, komm. Der heißt Gier. Gier ist der, woraus die Schatzgommis kommen. Genau, das ist der. Der heißt Gier. Gut, dass der auch mal sichtbar ist. So sieht also der Gier aus. Ich hätte fast gedacht, dass der so irgendwo aussieht. Weil ja, gierig ist wie ein Mozio. Ich brauche mehr Zeit. Easy. Das ist viel zu langsam, um richtig böse zu sein. Dauer gefriest. Yeah. Und Blutsplitter. Vor langer Zeit öffnete ich die Portale für die Nephalen, hinter denen sie sich auf den Kampf vorbereiten konnten. Sie kämpften tapfer gegen Feinde, die aus den verborgenen Tiefen ihrer Erinnerung hervorgebracht wurden. Unser Volk verfügt seit jeher über ungeheure Kräfte. Aber wenn wir diese nicht durch Geschick zügeln, sind wir nichts. Sofern ihr euer Geburtsrecht einfordern wollt, so stellt euch den Gefahren hinter den Portalen und nehmt euren rechten Platz an unserer Seite ein. Okay. Oh, schade, nicht so gutes Amulett. Seltener Zauberhut. Nein, ist nicht so gut. Macht zwar mehr Schaden, aber die Verteidigung sinkt halt. Ja, okay. Dann wiederholen wir das in einem anderen Akt. Nochmals. Aber zuerst machen wir mal Pause. Und ich werde ab und zu dann mal eine Dämonenjägerin anfangen und sie leveln. Und ja, oder ein Dämonenjäger, wahrscheinlich schon ein Dämonenjäger, wir haben ja eine Zauberin. Und mit dem dann auch mal ein paar Nephalem-Portale öffnen. Und die Prüfungen absolvieren und so weiter. Also, es wird noch viel kommen und ich hoffe, es macht euch Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye. Ich habe hier noch eine Belohnung bekommen
fast 5 Millionen AP und ein Level up. Okay. Ja, wähle ich ja. Aber es laggt irgendwie momentan. Wir helfen mal. Oh, Fraps, nicht spinnen. So, komm, nicht spinnen. Schon besser. Wenn ihr für 1,5 Sekunden lang stillsteht, werden folgende Attribute erhöht. Aber das brauchen wir nicht. Weil wir wahrscheinlich auch nicht stehen bleiben. Oder also wenn man stillsteht, heißt einfach nicht laufen. Also wenn man Dauer castet, bleibt das auch so. Dann nehmen wir das. Dynamo, astrale Präsenz, kaltherzig. Die 10% sind nicht so wichtig. Liebe standhafter Wille. Und ja, also jetzt ist genug. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.